werden heute die viralsten GTA 5 Stunts auf TikTok nachmachen. Dabei werden wir die heftigsten Autostunts probieren, unglaubliche Motorradstunts hitten und die unmöglichsten BMX-Tricks ausführen. Schau auf jeden Fall bis zum Ende, um zu sehen, ob wir alles nachmachen können. Los geht's! Der erste Stunt ist nämlich hier einmal so ein Typ, der fährt jetzt mit dem Motorrad und bounce hier quasi so ein bisschen ab und dann geht's ja anscheinend auf den Flammenturm, Freunde. Und da landet er oben drauf. Also so ein kleiner Aufwärmstand eigentlich. Ich würde mal sagen, den probieren wir doch jetzt mal. Was ist denn heute schon wieder so viel Verkehr in Los Santos los, Alter? Aber kein Problem. Ich wollte gerade sagen, kein Problem. Und dann kommt hier so ein doofer Banshee-Typ. Na, bist du zufrieden? Ey! Ey, stopp! Fahrerflucht! Ich würde einfach mal sagen, wir lassen erstmal Verkehr an, um alles so ein bisschen naturell so zu lassen. Und probieren mal erstmal. Oh! Alter, das war direkt schon... Oh, naja, geht auf jeden Fall besser. Also solange mich der Verkehr nicht nervt, lassen wir den an, Freunde. Also da ist das mal alles entspannt. Ja, guck mal hier. Einfach der Laterne in den Kopfnuss gegeben. Ah, ich sehe schon, komm. Der Verkehr, der wird nicht lange anbleiben. Allein, weil hier die ganze Zeit einfach irgendwelche Autos kommen. Aber wow. Okay, okay. Oh, hey, hey, hey. Na, na. Ah! Aua. Ich muss ja sagen, allzu schwer sieht das dann auf jeden Fall auch nicht aus. Aber die letzte Episode ist auch schon wieder fast einen Monat her, Freunde. Die kommen ja... Nein, der wäre so gut gewesen. Die kommen ja momentan gefühlt nur noch monatlich. Aber es ist einfach so schwer, noch Stunts irgendwie so zu bekommen, oh, die gut sind. Deswegen markiert mich gerne auf Stunts, die ihr gut findet. Wir fahren mit Vollspeed durch Los Santos. Aus dem Weg, Frau. Oh, okay, okay. Oh, nee, nee. Und jetzt hier einmal ganz kurz und bouncen, Freunde. Und oh, der ist gut. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. No. Stopp, anhalten. Okay, fahr ruhig weiter. Viel Spaß, ja? Viel Spaß. Oh yeah, wir sind auf jeden Fall... Oh, schnell. Oh, no. Verkehr bleibt jetzt aus. Ich fahre durch Los Santos mit meinem Motorradhelm in Blau. In Blau. Aus dem Weg. Ah, Motorrad gönnt sich. Okay, jetzt haben wir schon mal gut Speed gesammelt, Freunde. Sehr gut. Da hat man einmal dick Speed und da kommt direkt ein Fahrzeug, so wie jetzt, aber kein Pro. Och nein, du du doofe Ampel oder was auch immer das da war. Du doofe Stange, ey. Okay, ey, der parkt komisch ein, aber kein Problem. Leute, kein Problem. Wir düsen bis nach oben. Ja, okay, wir können ja hier landen. Ja, ja, nicht mal das. Nicht mal das. Vielleicht probieren wir aber wieder die Taktik. Roter Pullover, blauer Helm, weißes. Ja, ich sag euch, das mit den Autos geht mir echt ziemlich auf den Zeiger. Aber oh. Oh, kein Verkehr, der einen nervt. Oh, ist das nicht schön, Freunde. Und jetzt hier. Diese blöde... Immer sind irgendwelche Stangen im Weg, Freunde. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber oh, der ist gut. Stopp, stopp, stopp. Jetzt waren wir zu schnell. Das kann doch nicht angehen, Freunde. Einfach zu schnell. Aber ich bin aller guten Dinge. Aller guten Dinge. Ey, es sollte einfach nur ein Aufwärmstand werden. Mehr nicht, Freunde. Einfach nur ein simpler Aufwärmstand. Und jetzt hängen wir einfach hier die ganze Zeit an dem Stand. Komm schon, aus dem Weg, Brigitte. Komm schon, ich möchte ihn nur jetzt einfach nur hinten. Guck mal, es stellen sich zwei im Weg. Es stellen sich einfach zwei im Weg. Aber der ist gut, Freunde, der ist gut. Der ist gut, stopp. Stopp. Nein, nein, nein. Und, oh, 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 hey. Ich pack mal lieber jetzt schon mal meinen Fallschirm auf dem Rücken, weil ich eh weiß, dass ich da wieder runterfallen werde, Freunde. Aber... Oh, 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 oh. Oh! Hey!
Ja! Wir sind zwar nicht ganz, ganz krass oben gelandet, aber das wäre gerade noch heftig gewesen. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Endlich haben wir den Stunt geschafft. Als nächsten Stunt haben wir jetzt schon wieder einen Motorrad-Stunt, Freunde. Ich bin mal gespannt. Wir machen wie vor heute noch einen BMX-Stunt, also keine Sorge. Und jetzt fliegt er auf jeden Fall jetzt hier mit seinem Motorrad auf das Riesenhaus drauf von der Rampe. Was? Okay, und er landet jetzt auch noch. Ja, läuft auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir machen die Autos erstmal wieder an. Aber oh nein, ich sehe es direkt schon. Die werden nicht lange anbleiben, Freunde. Das war ja gerade jetzt schon mega knapp. Aber wir müssen ein bisschen weiter links. Hier nämlich zu dieser Rampe hin. Und dann im Endeffekt hier so rüber und auf diesem Dach hier irgendwo oben drauf landen. Es könnte auf jeden Fall heute richtig heftig werden. Ja, ich bin auf jeden Fall selber mega gespannt. Komm schon, du blöder Verkehr. Jetzt hör auf, mir die ganze Zeit im Weg zu sein. Und oh... Ey, wir fliegen, Alter, wir fliegen hier echt viel zu hoch, Freunde. Wir sind viel zu hoch. Oh, der Smart. Hä? Smart? Okay. Du. Nein, komm schon. Ja, nein. Wir hätten weiter nach links gemusst. Nein. Ich glaube, wir sind sogar ein bisschen zu schnell. Vielleicht auch... Oh. Aus dem Weg, meine kleinen Autos. Okay, 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 okay. Der ist gut, Freunde. Der sollte jetzt... Oh, der sollte mega gut sein. Jetzt müssen wir nur noch... Oh, komm. Komm, flieg. Na, wir hätten ein bisschen weiter nach links gemusst. Nein. Okay, okay, okay. Alles entspannt. Rotes Auto. Nicht mit mir, rotes Auto. Nicht mit mir. So. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Das war knapp. Das war mega knapp. Das war... Nein. Nein, nein! Och, Mann. Och, ey, können wir hier oben drauf landen? Ey! Ah! So, aus dem Weg jetzt hier. Ich möchte einmal einen Stunt hitten. Oh, okay, Freunde. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt hier reindroppen und fliegen. Flieg! Flatter, flatter, flatter. Und jetzt hier... Oh, right. Oh, no. Och, nö! Fallschirm, Fallschirm, Fallschirm! Das kann doch jetzt nicht angehen, dass ich diesen Stunt hier nicht schaffe, Freunde. Der ist jetzt halt auch gar nicht so schwer, ne? Obwohl, ich weiß es gar nicht. So, komm. Und jetzt flieg. Oh, der ist gut. Der ist gut. Ja. Ja, 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 ja. Ja, nein, 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 nein. Der rotes Auto weg da. Och, Mann. So, so weit, so gut, Freunde. So weit, so gut. Komm. Jetzt müssen wir eigentlich... Nur ganz entspannt da reindroppen. Und oh! Ja! Ja! Und jetzt Warride hoch! Warride hoch! Ja! Okay, das Timing ist wieder gut, Freunde. Wir werden auf jeden Fall nicht umgehauen. Und jetzt heißt es erstmal wieder ein bisschen gleiten. Gleiten, nicht den Vogel treffen. Und. Was ist denn jetzt los? Okay, okay, okay. So ist. Viel zu hoch. So ist viel zu hoch. Aber wir können das dann noch korrigieren, Freunde. Nee, vergiss es. Oh, jetzt haben wir viel Speed, Freunde. Jetzt haben wir viel Speed. Und ich glaube, ich brauche... Oh, das könnte sehr gut sein. Das könnte jetzt sehr gut sein. Da... Mann! Seht ihr schon, dass du das wieder kurz cut... Wir haben den Feuerhelm aufgesetzt. Hohoho. Jetzt heißt es richtig Action. Nein. Au. Oh, wir sind schnell. Wir sind schnell wie der Blitz, schnell wie der Wind, schnell wie der... Hä? Okay, mir reicht es jetzt, Freunde. Ich habe jetzt den Verkehr ausgestellt. Der ging mir ein bisschen zu sehr auf die Nerven, aber... nee, nee, das sieht nicht gut aus. Aua. So, ordentlich Speed holen. Oh, oh, oha. Warte mal, oha. Wir fliegen ja gerade schon mega, mega weit. Können wir hier vielleicht auch einfach an dem Zaun abbouncen? Hat wohl meine Frage beantwortet. Oh, komm, komm bitte. Bitte, 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 bitte. Ey, komm. Komm, 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 komm. Komm. Okay, 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 okay. Okay, okay. Der muss jetzt aber oben. Oh ja, Freunde, wir schaffen den Stunt. Wir haben ihn geschafft. Als nächsten Stunt haben wir einen BMX dann am Start. Und ich muss sagen, es sieht auf jeden Fall schon mal... Oh, nicht schlecht aus jetzt hier. Was? Oh, noch ein... Oha. Und jetzt nochmal springen. Und nochmal ein Grind hier. Was? Also ich werde auf jeden Fall nicht alles schaffen, was er da machen kann. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, Freunde. Weil das...
Wenn ich das so machen würde wie er, würde ich locker einen Tag brauchen. Warum auch immer ist dieses TikTok einfach spiegelverkehrt. Ich kann auch nicht verstehen, wieso. Aber wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen besseren Glitch, dass wir hier rankommen. Ich übe mich jetzt mal erstmal ein bisschen hier mit BMX. Man muss das Ganze nur im richtigen Winkel treffen, Freunde. Und dann kann man auch schon theoretisch da so ein bisschen rangleiten. Dann müssen wir quasi so weiterspringen. So, dann halt so machen. Dann hier hinten und irgendwie hier noch grinden und ja. Oh ja, okay, alles entspannt, wir springen zurück, springen nochmal zurück, machen wir nochmal und jetzt hier, so und, ey nein, wir hatten eigentlich, wir haben es sogar schon fast geschafft. Man muss halt einfach nur ein bisschen Glück haben, Freunde, okay, das ist auf jeden Fall schon mal nicht so schwer, da müssen wir noch ein bisschen dran üben, aber hier und, oh ey, das wäre gerade cool gewesen. Wir holen uns auf jeden Fall ordentlich Speed und zack, okay, und grinden, Freunde, alles entspannt, so, jetzt hier einen zurück. Dann machen wir noch ein... kurz zum Harry Potter Bike geworden. Okay, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was da gerade los ist, Freunde. Wir machen auf jeden Fall jetzt hier den Stunt wieder weiter. Springen! Ja, hat nicht so gut funktioniert. Aus dem Weg, Madame. Ich muss hier einen BMX dann absolvieren für die TikTok-Episode. Ja gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Mal gucken, können wir hier vielleicht... Okay. Das ist schon mal nicht schlecht und, och Mann. Da haben wir es einmal wieder geschafft und dann konnten wir nicht ordentlich abspringen. Aber jetzt hier schon wieder, Freunde, okay. So, und wir, zu früh. Too f*** out of the way, out of the way, out of the way. Oh, sorry, Mister. Als allerersten Stunt haben wir einen, der fährt hier mit dem Motorrad, Leute. Und dann bounce er jetzt wahrscheinlich genau. Und zwar jetzt, zack, Leute, bounce er da ab. Und dann fliegt er anscheinend... Ah, ich glaube, der will wahrscheinlich da links drin landen. Aber es sieht auf jeden Fall gerade ein bisschen schwierig aus, da drin zu landen, muss ich ehrlicherweise sagen. Oh, er baut... Okay, also unser Hauptziel ist es auf jeden Fall, da drin zu landen, Leute. Das schaffen wir. Also, anscheinend müssen wir jetzt hier langfahren, Freunde. Und dann... Oh Gott, also das ist auf jeden Fall... Es wird ein schwieriger Stunt. Aber ja, ihr habt richtig gehört, Leute. Ihr kriegt einfach 1000 Euro. Wenn ich es nicht schaffe, heute alle drei Stunts zu schaffen. Also es kann sein, dass ich heute vielleicht 6 Stunden stunten werde. Oder 10 Stunden. Oder vielleicht auch nur eine Stunde, weil ich alle schaffen werde. Deswegen schaut das Video auf jeden Fall unbedingt bis zum Ende, Freunde. Das wollt ihr echt nicht verpassen. Wenn ich das echt nicht schaffe, werde ich auf jeden Fall irgendwo, oh Gott, in diesem Video halt die ganzen Amazon-Codes einblenden. Also das werdet ihr auf jeden Fall dann sehen. Aber ich würde sagen, Freunde, wir haben hier genug geredet. Ich muss jetzt mal echt den Stunt, auf jeden Fall den ersten Aufwärmstand schaffen, weil wir haben ja auch 2 vor uns. Und bis jetzt hält mich der Verkehr eigentlich jetzt nicht wirklich auf, Leute. Also den kann ich bis jetzt eigentlich ruhig anlassen. So, jetzt hier schön einmal abbouncen. Wow, okay, komm schon. Wenigstens auf das Haus drauf. Okay, nee, aber auf dem Haus sind wir sogar schon mal gelandet, Leute, in einer anderen TikTok-Episode. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall den schwierigeren Stunt nachmachen. Oh Gott, ey, Leute. Also ich reiße wieder erstmal zusammen. Oh, das sieht doch gerade nicht schlecht aus, Leute. Okay, jetzt komm schon hier vielleicht abbouncen. Oh nein! Okay, die Fahrzeuge fangen schon ein bisschen an zu nerven, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sollten hier abbouncen. Wow, oh mein Gott, was ein Mega-Abbouncer, Freunde. Wir müssen jetzt da reinschaffen, das wäre zu wild. Nein, er verliert den Speed. Ey. Nicht mich umfahren. Denk mal, ich werde den auf jeden Fall gleich ausschalten, den Verkehr, Leute. Oh mein Gott, was ein Abbouncer. Was ein Abbouncer. Bitte. Oh, nein. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt wieder mehr GTA 5 Videos sehen wollt, Leute. Weil ich habe jetzt vor, momentan vielleicht so täglich GTA 5 hochzuladen. Habt ihr jetzt schon das Mythen-Video vielleicht von gestern gesehen? Oh, wir bouncen gut ab, Leute. Und dann jeden Tag GTA 5 zu bringen. Und Leute, diese TikTok-Stunts, oh, die mögt ihr auch so gerne. Deswegen markiert mir auf jeden Fall auch mal echt gerne auf den TikToks, Freunde. Weil dann kann ich sie auf jeden Fall gut nachmachen. Und wir haben auf jeden Fall jetzt echt gerade einen richtig guten Versuch, Leute. Wir haben einen richtig guten Versuch. Backflip! Nein, er hat keinen Backflip gemacht. Och, nein, ey. Ah, ich habe aber ein Gefühl, Leute, dass wir auf jeden Fall den Stunt gleich schaffen sollten. Weil ist für mich eher so ein Aufwärmstunt. Klar, ich habe jetzt lange nicht mehr gestuntet. Aber der sollte eigentlich nicht so schwer sein. Und, oh, komm schon. Ein bisschen noch. Nein, ey, was? Sie sind so kurz davor. Achtung, Laterne. Oh mein Gott. Okay, der war nicht schlecht. Aber wir können jetzt vielleicht vom Schild hier abbouncen, Leute. Ja, und dann auf... Oh mein Gott, jetzt aufs Haus drauf, oder was? Nein.
Aber stell mal vor, Leute, wir wären jetzt einfach gerade auf dem Haus gelandet von dem Schild. Das wäre auch zu krass gewesen. So, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, Freunde. Ich habe ein gutes Gefühl. Oh mein Gott, nein. Wir bouncen zu weit rechts hin. Weiter links. Weiter links. Weiter links. Nein. Ich habe jetzt mal den Verkehr ausgemacht, Leute, weil ich bin immer sehr, sehr oft in die Fahrzeuge reingecrashed. Und ich habe jetzt auch nicht wirklich Lust, hier 8 Stunden zu stunten. Oh mein Gott, das fliege ich auch noch rüber. Aber vertraut mir, Leute, auch ohne Verkehr ist der ganze Stunt hier sehr, sehr schwierig. Oh mein Gott, hat der Glück gehabt. Er ist doch... Oh, was ein Abbouncer. Oh mein Gott, warte mal. Können wir jetzt einfach auf dem Haus hier oben landen? Oh, bitte. Bitte. Nein, was? Ey, wir wären einfach gerade fast auf dem Haus oben gelandet, Leute. Und auch wieder ganz wichtiger Abbouncer, Freunde. Können wir auf dem Haus hinten landen? Können wir hier drauf landen, Leute? Oh, nein, ey. Wir sind gerade so krass unterwegs. Komm schon, Leute. Ohne Spaß. Oh, ja, okay, warte mal. Jetzt können wir hier abbouncen. Okay. Oh, auf dem Haus landen. Auf dem... Oh. Ja, 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 Backflip. Nein, 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 ey, Leute. Manu, komm schon, ich habe doch einen schönen roten Pullover, eine schwarze Hose, schwarzer Helm. Jetzt hier abbouncen, Freunde. Oh ja, wichtiger Abbouncer, wichtiger Abbouncer. Nein, stopp, stopp, nein, ey, was? Oh, mein Motorrad, aua, aua, aua. Aua, ey. Und jetzt ist mein Motorrad einfach da ganz oben. Ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Ich habe ein richtig, richtig gutes Gefühl. Okay, der Bouncer war auf jeden Fall jetzt gerade schon mal nicht schlecht. So, jetzt kommt ein bisschen weiter. Oh mein Gott, wir fliegen einfach direkt da. Weil wir können... Oh, oh. Oh mein Gott, was, Leute? Ja, wir haben es geschafft. Jo, okay, das ist auf jeden Fall schon mal Stunt Nummer 1. Easy peasy absolviert. Der nächste Stunt ist ein Autostunt, Freunde. Und zwar mit den Rocket Volt. Wir fahren dann quasi das Haus hoch. Und dann einmal nochmal hier schön das Auto ein bisschen in die richtige Richtung machen. Und dann nochmal boosten, Leute, weil wir ja den zweiten Boost bekommen haben durch das Dach. Und dann, Leute, können wir anscheinend das direkt da reinmachen. Also deswegen, das ist der Stunt und den probieren wir jetzt aus, Leute. Das sollten wir eigentlich hinbekommen, Freunde. Also hier müssen wir jetzt hochfahren und dann boosten und hier ran. Okay. Also bis jetzt. Und dann müssen wir irgendwie da hinten zum Parkhaus hinfliegen, Freunde. Okay, mal gucken. Oh mein Gott. Wir kommen echt gut ran, ne? Wir kommen echt gut ran. Wir sind zu kurz. Wir sind zu kurz. Oh, wow, mein Gott. Es tut mir leid. Okay, also mir gefällt auf jeden Fall der Stunt, Leute. Der wird auf jeden Fall jetzt ordentlich Spaß machen. Und ich komme auf jeden Fall auf den auch direkt schon richtig gut klar, ne? Aber mir fehlt ein zweiter Boost. Nein. Wuppa. Okay, also der Stunt, Leute, ich sag's euch, der wird mir echt mega viel Spaß machen. Oh ja. Ey, wir kommen auf den auf jeden Fall schon mal direkt richtig gut klar. Und jetzt hier schön, Leute, hinfliegen und nach vorne lehnen. Mit nach vorne lehnen kommen wir immer noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube, ich flieg ein bisschen zu weit. Ein bisschen zu weit. Stopp, nein. Oh, was? Aber wir kommen echt gut ran. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass wir den Stunt schon so schnell gefühlt perfektionieren, Freunde. Jetzt hier schön, oh Gott, vorsichtig, jetzt hier wieder in die Richtung drehen und losdüsen, Leute. Oh mein Gott. Okay, das könnte auch wieder ein sehr guter Versuch sein. Oh, oh, oh. Ja, oh nein, ey, was? Oh mein Gott, der Stunt ist da richtig heftig. Wuppa. Und boosten, Leute. Ganz wichtig jetzt hier. Wupp. Und direkt zweiter Boost, Leute. Direkt zweiter Boost. Frontflip. Kontrollier dein Auto. Kontrollier das Auto. Kontrollier das Auto. Nein, 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 nein. Na, aua, ey. Jetzt kann ich das gar nicht mehr benutzen, Freunde, weil es über Kopf fliegt. Und boosten. Wichtig, Freunde. Schnell geboostet. Und jetzt drücken wir mal den zweiten hinterher. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, jetzt haben wir eine richtig gute... Jetzt haben wir eine gute Reichweite. Wir haben eine richtig gute Reichweite. Rein da! Ah! Es kann doch nicht angehen. Man muss halt bei diesem Stunt, Leute... Oh Gott, was war das denn jetzt? Was war denn da los mit der Rampe? Also, wie ich sagen wollte, Freunde, man muss auf jeden Fall bei diesen Präzisionsstunts immer echt wirklich genau ins Schwarze treffen. Sonst kann man es halt echt vergessen. Aber wir kommen auf jeden Fall echt jetzt vielleicht... Ey, das kann doch nicht angehen. Nicht schon wieder! Oh mein Gott, jetzt hat er aber richtig Glück gehabt. Wenn ihr wüsstet, was davor passiert ist. Ich muss auf jeden Fall irgendwie den richtigen Winkel rausbekommen, Freunde, um das Ganze dann zu schaffen. So, jetzt erstmal schön hier hochfahren. Wichtig und richtig... Boost.
denn? Okay. Okay, okay, okay. Nee. Nee, nee, nee. Oh nein. Nein, nein, nein. Alter. Habt ihr aber ein Glück gehabt, ne? Oh, 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 das tut mir aber... Ey, runter von meinem Fahrzeug, Kollege. Runter, sonst muss ich dich leider wegboosten. Piu. Vielleicht brauchen wir einfach mal so ein bisschen Glück von den beiden. Ihr könnt mir ein bisschen helfen, Leute. Oh, ich glaube, Glück kriegen wir von den beiden nicht mehr. Okay, wichtiger Boost, Freunde. Wichtiger Boost. Und jetzt schön ran da. Oh mein Gott. Ich glaube, der... Nicht zu doll. Nicht zu weit fliegen. Nicht zu... Warum fliegt er denn jetzt so weit? Ey, was ist denn das? Ey, guck mal. So, Freunde. Und jetzt direkt hin. Direkt nicht lange zögern. Direkt nach vorne lehnen, Freunde, damit wir auf jeden Fall weit kommen. Wir fliegen wieder zu weit, ne? Alle. Ja, okay. Ordentlich dagegen geflogen. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich drehe mich jetzt auch noch wieder. Ich drehe mich schon wieder. Aber. Oh mein Gott. Jetzt von der Seite rein. Jetzt von der Seite rein. Nein. Flickflack. Flickflack. Ich mach das Ganze jetzt mal mit Augen zu, Freunde. Nee, okay, warte. Okay, ich habe das Haus gehört. Augen zu. Augen zu und nochmal boosten. Oh, wo fliege ich denn jetzt hin? Das war gar nicht geplant gerade. Boosten. Okay, auch wieder wichtig, Freunde. Jetzt hier schön. Müssen den richtigen... Nein, den richtigen Winkel... Nein. Der ist es jetzt aber, Leute. Der ist es. So, boosten. Hier wieder ran. Jetzt kurz einmal korrigieren. Und boosten direkt wieder. Jetzt kann ich boosten. Okay, und jetzt, Leute. Vorsichtig. Oh nein, bitte nicht. Oh, wir fliegen zu weit, oder? Oder? Oder wir kommen rein, wir kommen rein. Bam. Und jetzt, Leute, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich habe mein schönes rotes Auto am Start. Und das fliegt jetzt genau in die Parkgarage. So, warte, bisschen zurückgehen, bisschen zurückgehen. Bisschen zurückgehen. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, Freunde, was? Wir haben es einfach sowas von clean geschafft. Oh mein Gott, Leute. Wie cool war das denn, bitte schön? Okay, also das war auf jeden Fall Stunt Nummer 2. Das ist ein Stunt, den ich unbedingt mal schaffen muss, Freunde. Und zwar ist es ein legendärer Stunt, wie man jetzt hier quasi durch dieses Lickerhole durchfliegt, Leute. Einfach so dieses Loch durch und dann mit dem Fallschirm natürlich alles geschafft, Leute. Also das, ich hoffe auf jeden Fall, schaffen wir heute. Also, ich habe mir jetzt hier mal so eine Plattform kurz hingebaut, Leute, damit wir von oben hier starten können und dann da vorne ganz hinten durch das Loch durchfliegen. Ich werde es auf jeden Fall direkt mal hier, oh mein Gott, wir gehen direkt hier rein, Leute, mit unserem ersten Versuch. Irgendwie jetzt hier am besten durch dieses Loch. Oh, was? Okay, also gar nicht mal so schlecht. Man muss halt einfach nur richtig, richtig präzise mit dem Stick arbeiten, Leute. Man kann ja so mit dem Fallschirm ein bisschen weiter gleiten als geplant. Oh, was? Alter, Leute, wir machen ja echt richtig gute Versuche gerade, ne? Jetzt aber, Freunde, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, ne? Ich habe jetzt ganz viele Versuche gehabt und jetzt schön einmal öffnen. Kann man überhaupt durch? Ja, okay, man kann also auf jeden Fall kann man durch. Yeah, okay, Leute, ich bin sie wieder am Start. Da kommt schon wieder gerade der Helikopter, da muss ich auch gerade die ganze Zeit denken, was macht der Verrückte da? Auf jeden Fall nicht das Loch treffen. Jetzt! Okay, Leute. Jetzt, ich habe mir noch meine Kamera ein bisschen geändert. Jetzt sind wir ein bisschen näher dran. Für ein bisschen mehr Kontrolle. Und schön durchs Loch. Ah, vielleicht könnte ich... Ist ja die Frage, ob ich den Fallschirm vorher öffne oder ob ich durchfliege und dann den Fallschirm öffne. Aber ich glaube, wenn ich den Fallschirm öffne, ist es leichter, Freunde. Deswegen, ich probiere jetzt einmal ganz kurz hier direkt durchzufliegen. Boah, nee, das ist, glaube ich, unmöglich, direkt durchzufliegen, weil man kriegt den Fallschirm gar nicht mehr geöffnet. Leute, hier geht es auf jeden Fall gerade um alles. Na, wenn ich diesen Stunt nicht schaffe, dann kriegt ihr einfach 1000 Euro. Na, also jeweils irgendwie 100 Euro Amazon-Gut haben. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber wird auf jeden Fall alles im Video eingeblendet. Deswegen glaubt an mich, Leute. Ich bin einfach schon seit, oh mein Gott, seit 3 Stunden am Aufnehmen. Na, also ich probiere seit 3 Stunden. Oh! Die ganzen Stunts, Leute. Also es ist auf jeden Fall echt schon richtig krass, wie lange es immer dauert. Deswegen würde mich das auf jeden Fall auch mega, mega freuen, wenn ihr gerne ein Abo da lässt, weil ich mache auf jeden Fall jeden Tag solche GTA-Videos und auf jeden Fall einmal die Woche ungefähr, aua, die GTA-Stunts-Videos. Und falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, Leute, was ich so machen kann mit diesen Stunts, so mäßig, so zum Beispiel, dass mich irgendwie herausfordert, dann lasse ich mich gern wissen. Ich muss mich jetzt auf den Stunt konzentrieren. Okay, jetzt, Leute, jetzt vielleicht. Das war ja mein schlechtester Versuch. Oh, komm schon, bitte.
Nein, wieder zu früh geöffnet den Fallschirm. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass diese Animation, dass man quasi in einem Moment einfach so gleichmäßig gerade ist. Na, da müsst ihr genau in dem richtigen Moment den Fallschirm öffnen. Sag mal, nur weil du ein dickes Auto fährst, kannst du mich direkt anfahren. Nimm das mit meiner Bananenpistole. Mann, die ist schon abgehauen, Freunde. Ich brauche echt eure Hilfe. Also ihr müsst auf jeden Fall auf den Like-Button drücken, Leute, damit wir diesen Stunt schaffen. Und oh mein Gott, merkt ihr das? Merkt ihr das nur, weil ihr auf Like gerade gerückt habt? Aber obwohl der Stunt so schwierig ist, Freunde, muss ich sagen, hätte ich schon Bock auf ein bisschen mehr so Fallschirm-Stunts. Oh Mann, ey. Die Macher hat nämlich echt übertrieben viel Spaß, Leute. So, jetzt hier, Achtung, einmal ordentlich. Jetzt! Oh, das war so knapp, das kann doch nicht sein. I believe I can fly. Ey, komm schon, irgendwann muss es doch mal klappen, Leute, ne? Ich bin jetzt schon seit 4 Stunden am Start, mein Daumen tut schon total weh. So, komm schon, jetzt... Oh, nein! Wir sind durchgeflogen! Warum ist das nicht geschafft? Ja, jetzt kannst du halt fliegen, ne, Kollege? Da müssen wir durch. Das kann doch nicht sein, Freunde, ohne Spaß. Das war so knapp gerade, ne? Ja, aber ich habe jetzt auf jeden Fall, glaube ich, den richtigen Winkel raus. Oh, ich habe es geschafft. Hör auf, mich zu fotografieren. Als allerersten Stunt haben wir jetzt hier einen BMX-Stunt. Und zwar macht er hier an der Wand einen Wallride, Freunde. Alter Schwede. Und dann im Endeffekt, boop, nochmal einen Backflip dazu. Okay. Also sollten wir erstmal langsam anfangen hier mit dem BMX dann, Freunde. Denn mit dem BMX sollte ich ja eigentlich ganz gut sein. Wäre auf jeden Fall schlimm, wenn nicht. Also im Endeffekt ist hier gerade sogar eine Schießerei, Freunde. Genau da, wo ich quasi gerade meinen Stunt machen möchte. Mit der Polizei. Und Leute, was geht denn bitte schon ab? Yo! Ey, der klaut sein Auto. Hä? Der klaut einfach sein... Hä, was ist denn jetzt hier los, Leute? Guck mal hier. Das sind... Was sind Bankräuber oder so? Die haben Waffen in der Hand. Leute, ich will auch hier nur meinen Stunt machen. Oh mein Gott. Die Polizisten. Und die hauen jetzt ab. Okay, dann... und der hat ihn einfach zurückgelassen. Wieder wegrennt. Der muss jetzt zu Fuß laufen. Na gut, die sollte mich auf jeden Fall nicht beim Stunt stören, Freunde. Deswegen hier einmal zack und okay, man sieht schon, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Speed. Aber im Endeffekt kann man hier nachher richtig heftige Sachen machen, Leute. Bada boom, bada bang. Alter, wir werden auf jeden Fall mit dem BMX richtig rasieren. Speed ist da, Freunde, Speed ist da. Und, oh, okay. Okay, das Ding war auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht, Leute. Für den zweiten Versuch, ne? Ich meine, hey, Leute, früher auf jeden Fall habe ich viel BMX-Stunts gemacht und jetzt sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich muss natürlich auch erstmal ein bisschen reinkommen, Freunde, weil ich habe lange, lange nicht mal richtig BMX-Stunts gemacht. Jetzt ist ja einfach die Palme kaputt gegangen, Leute. Ohne Spaß, Mann. Also ich bin auf jeden Fall echt eingerostet. Momentan kommen ja die Folgen immer ungefähr so alle 2 Wochen. Also falls ihr davon mehr sehen wollt, Leute, dann haut auf jeden Fall auf den Like-Button. Richtig viel Geschwindigkeit am Start und yo, nein, der war gut, Leute, der war gut von der Geschwindigkeit. Das Problem war einfach nur, dass ich halt, nicht genug mein BMX gedreht habe, ey. Und, oh Gott, oh Gott. Okay, lass mich kurz in dein Cabrio rein, bitte. Ja, ich möchte in dein Cabrio. Nee, so schnell, warum fährt die so schnell? Also ich muss ja echt sagen, ne, BMX-Stunts sind schon echt nicht so einfach, Leute. Also man kann denken, was man will, aber wenn man halt nicht BMX viel gemacht hat, ne, dann sind die echt mega, mega schwer. Jetzt bin ich voll dagegen geflogen, Leute, weil die ganze Zeit die Autos kommen. Das sind eigentlich so die größten Sachen, die immer rumnerven. Immer diese blöden Autos, Alter. Und jetzt springen, ja, okay, ja, Leute, wir sind dran und am Ende, zack, mit einem Backflip dazu und wir sind auch noch gelandet, Leute. Alter Schwede, das war auf jeden Fall echt ein relativ leichter Stunt, muss ich sagen. Deswegen kommen wir jetzt wieder zu einem etwas schwereren Stunt. Und zwar haben wir jetzt einen Stunt mit dem Scramjet, Leute. Und zwar springt er an die Wand ran, macht einen Wallride und dann boostet er. Und im Endeffekt, yo, geht's auf jeden Fall hier in die Parking-Garage, Leute. Was? Okay, ab ins Parkhaus und er parkt auch noch ein. Okay, also der Stunt könnte auf jeden Fall ein bisschen schwierig werden. Okay, also eigentlich sollte der Stunt relativ einfach sein vom Aufbau her. Ja, fast. Das Ganze ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen einfacher, wenn man keinen Verkehr hat, Leute. Aber pass auf hier und jetzt boosten. Oh mein Gott, ich sehe schon, Leute, das wird auf jeden Fall mega schwer. Also, wir müssen jetzt hier quasi ranspringen, dann einen Wallride machen. Und allein der Wallride ist ja schon schwer.
So, wir sind auf gutem Wege und dann ist hier so ein LKW. Ey, ohne Spaß, Leute, ich mach jetzt mal den Verkehr aus. So, schön, jetzt kein Verkehr mehr, Leute. Jetzt können wir hier zack ranspringen. Dann können wir, glaube ich, hier so randrehen und dann boosten, Freunde. Ja, ja, oh, ja, oh, mehr. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal den Dreh raus, wie wir am besten an die Wand springen, Leute, und uns dabei drehen. Da muss ich nämlich hier noch einmal ganz kurz... Vielleicht dachte ich ja auch, dass ich den Dreh raus habe, Leute. Aber eigentlich muss man hier so springen und dann genau das Auto drehen und jetzt boosten, Leute. So. Nein, da ist leider kein Parkhaus, Leute. Aber, ja gut, nah an einem Parkhaus dran. Ich muss aber auch einfach sagen, die ganzen Scramjet-Stunts, die machen mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ne? Ich meine, das ist halt so Abwechslung. Warum springt er nicht? Oh, das hat aber trotzdem funktioniert, Leute. Und jetzt... Oh, okay, also wir haben den Winkel noch nicht so ganz raus. Wir kommen schon ein bisschen in die Richtung, aber der Winkel fehlt noch. So, und jetzt springen, Leute. Oh, der ist gut. Der... Komm, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir diesen Stunt hier mit Leichtigkeit schaffen sollen. Guck mal, wie gut wir jetzt hier schon reinspringen, Leute. Und jetzt boosten wir in die richtige Richtung. Nein, aber hey, vielleicht kommen wir auf so ein Haus oder so rauf. Das wäre aber mega cool. Und nein, uns fehlt ein bisschen Geschwindigkeit, Leute. Oh. Das wäre aber cool gewesen. Jetzt mal hier, zack, gelandet. Also wir haben auf jeden Fall schon mal den Dreh raus, wie man jetzt perfekt so an die Wand springen kann, damit wir so ein bisschen fahren und dann vielleicht jetzt erst boosten, Leute. Ah, okay. Oh, oh, ja, nein, nein, das wäre immer so cool gewesen. Und Leute, schreibt mir auch unbedingt auf TikTok ein paar coole Stunts, die ich machen soll. Also am besten schickt ihr mir einfach einen Link zu einem TikTok, Leute, bei einem Stunt, der jetzt nicht zu krass ist, den ich vielleicht auch schaffen kann, Leute. Und dann, nein, habe ich auf jeden Fall ein bisschen leichter, Stunts zu finden, weil ich gucke manchmal sogar schon ein paar Stunden, aber finde einfach keine guten Stunts, Leute. Und Sprung. Okay, ran hier, wieder fahren, Freunde. Und jetzt, kontrolliert. Nein, ich hau mal so richtig nach links aus, Leute. Das ist total nervig, aber warte mal. Sind denn nicht auch Parkplätze, auf denen ich landen kann, Leute? Ja, aber ich fliege ein bisschen zu weit, also ein bisschen doll zu weit. Und ja, eingeparkt, perfekt. Okay, Leute, einmal den TikTok-Song dazu singen. Einmal den TikTok-Song dazu singen. Nein! Nein, ich Idiot, Mann. Und bopp, springen, Leute. Und wieder ran. Und jetzt wieder kontrollieren, mehr oder weniger. Oh, ja, ja, kontrollieren, kontrollieren. Gott, okay, also Leute, ohne Spaß, das muss doch eigentlich zählen, oder nicht? Ich weiß, es war nicht so clean, aber die Aufgabe war reinzufliegen und wir sind drin. Also wir haben den Stunt jetzt geschafft. Hervorragend. Als letzten Stunt haben wir jetzt hier einmal die Enduro und dann macht er hier einen Wallride an diesen Zaun, Freunde. Und dann fährt er da quasi auf jeden Fall mal ein bisschen weiter ran und dann, oh, geht's auf jeden Fall schon mal an den nächsten Zaun. okay, und dann, sag mir nicht ein dritter Zaun jetzt oder so, ne? Ne, guck mal, jetzt geht er quasi hier ran und dann landet er. Okay, Leute, also diesen Stunt, den sollten wir eigentlich schaffen, der sollte eigentlich machbar sein. Also, wir sind jetzt hier angekommen, müssen quasi hier ran, Freunde, dann so drehen und dann müssen wir hier so ein Wallride machen, Leute. Okay, also der erste ist auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schwer. Und dann müssen wir irgendwann hier rüber und... Oh, oh, nimm, oh, also, der erste Versuch war doch schon mal gar nicht mal so schlecht, Freunde. Mal gucken, wie jetzt hier der zweite... Ah, nein, ey... Ich war aber schon mal wieder dran, gar nicht mal so schlecht. Zack, Leute, und jetzt hier Wallride machen. Oh yeah, okay, okay, der Wallride ist auf jeden Fall dran, Leute, sehr gut. Und jetzt müssen wir nur im richtigen Moment hier ran. Okay, oh Leute, wir müssen eigentlich theoretisch nur noch jetzt hier rüber. Und zack, oh, oh, ja, fast, Leute, wie schnell haben wir denn bitte schon den Stunt jetzt geschafft? Okay, also anscheinend war er doch gar nicht mal so schwer, Freunde. Als ersten Stunt haben wir einmal hier das Batmobil, Freunde. Und er fährt jetzt anscheinend ganz kurz hier mit dem Batmobil ran, macht einen Backflip, okay? Und dann fliegt er einfach da durch, durch diesen Strommast durch. Alles klar, Freunde. Also ich denke mal, und dann landet er auch noch richtig cool. Ich denke mal, das sollten wir eigentlich schaffen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und wir gehen direkt mal rein in den Stunt. Ich habe natürlich auch schon hier das Batmobil organisiert. Und Leute, es ist das erste Mal, dass wir mit dem Batmobil einen Stunt machen. Und ich muss sagen, ich bin schon... sehr gehypt drauf. Mal gucken, können wir jetzt hier... oh, Backflip! Backflip!
Und boosten. Ah, verdammte Axt, Freunde. Und wir fliegen auch noch richtig hoch. Ich glaube, wir müssen das nochmal ein bisschen ändern. Gib Gas mit dem Bad Bubi. Ich muss sagen, es ist endlich mal wieder ein Stunt, der wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß bringen wird. Hier wieder Backflip und boosten. Und ja, verdammte Axt, ey. Wo fliegen wir denn jetzt schon wieder hin? Mal gucken, wo wir landen, wenn wir das eigentlich mal durchlaufen lassen. Wir landen. Ja, irgendwie hier irgendwo komisch auf der Straße. Und ja, nichts gesehen. Da geht einfach so ganz normal weg, als wäre nichts gewesen. Es ist auf jeden Fall auch schon wieder eine Ewigkeit her, dass wir mal wieder eine TikTok-Stunt-Episode gemacht haben. Ich dachte mir so, komm, Leute, wir brauchen unbedingt... Yippie! Ach, verdammt, ey, aber der Winkel ist nachher nur entscheidend, ne? Also ich muss sagen, ist das schon eine Ewigkeit her, dass wir eine TikTok-Stunt-Episode gemacht haben. Ich glaube, es ist nämlich schon über ein, zwei Monate her oder so. Aber ich glaube, oh, verdammt, warte mal, wir müssen jetzt hier gucken und boosten! Jabadabadu! Und, oh, verdammt, Leute, so knapp, ne? Aber ist wenigstens ein Stunt, der gar nicht mal so schwer ist. Aber der ist voll komplett viral gegangen. Ich muss sagen, momentan macht mir GTA 5 auch wieder richtig, richtig viel Spaß. Ich muss nur den richtigen Winkel finden und jetzt boosten. Na, verdammt! Warte, können wir vielleicht... Ey, was auch heftig wäre, wenn wir jetzt auf dem Ding hier drauf landen könnten, ne? Können wir drauf landen? Nein! So knapp. Aber wir üben schon mal die Landung hier. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Glück gehabt. Oh nein, 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 Madam. Oh. Ist alles bei Ihnen gut? Tut mir echt leid, Madam. Oh. Ich glaube, wir müssen mehr auch in der Mitte landen jetzt hier, um den Backflip quasi gut vollenden zu können. Und dann jetzt boosten. Oh. Bisschen zu niedrig. Oh. Nein. Ja, dann dadurch. Dadurch. Ich schaff's dann ja nicht mehr dadurch, Leute. Vielleicht mit ein bisschen mehr Speed, dass wir ein bisschen mehr Anlauf haben, um den Backflip heftig zu machen, Freunde. Ey, nee. Das ist doch nervig jetzt gerade. Das ist doch jetzt gerade einfach nur... Oh. Achtung! Achtung! Oh mein Gott, hat die Glück gehabt. Alles gut, wir fahren weiter. Alles ganz entspannt. Aus dem Weg, Madam. Pass auf, Freunde. Der ist es jetzt. Der ist es mit Ansage. Mit Ansage einfach. Mit Ansage. Ja, 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 oh mein Gott, wir sind durchgekommen, Freunde. Und nochmal clean landen hier. Yeah, mit einem coolen Drift nach hinten. Okay, aber Leute, wir haben den Stunt geschafft. Zwar nicht perfekt, aber wir sind sogar rückwärts durch. Was im Endeffekt noch schwieriger ist, Leute. Und jetzt hier seht ihr, wie wir durchfliegen mit Batmobil-mäßig. Yippie! Und als nächsten Stunt haben wir jetzt hier, oh, er bounce einfach ab, dreht sich, Leute, und bounce nochmal ab, um dann im Endeffekt einfach hier in dem Parkhaus auch noch drin zu landen. Ist auf jeden Fall echt ein heftiger Stunt, den nochmal ganz kurz wiederholt und richtige Motoren müssen wir auswählen und dann müssen wir auch noch gucken, dass wir uns richtig drehen. Könnte heftig werden, wir probieren es auf jeden Fall jetzt aus. Er fährt jetzt hier auf jeden Fall mit Vollspeed lang und batz und oh Leute, drehen. Aua. Der Stunt scheint auf jeden Fall aber echt gut Spaß zu machen. Man muss halt nur im richtigen Moment irgendwie abspringen. Auch gucken, dass man sich ordentlich... Oh! Ey! Oh, verdammt. So, aus dem Weg, yeah! Okay, Freunde, einmal ganz kurz hier drehen und... Hey, Mann! Dann ist da einmal so ein richtig blöder Pfeiler im Weg mit einer 3. Ja? Leute, lasst uns mal 3 Likes schaffen. So, aus dem Weg jetzt hier und... Nee, oder? So schnell jetzt hier, genau. Und jetzt, Leute, batz. Und der ist gut. Der ist gut. Der ist sehr gut. Der ist... Ey, weil ich... Och, nein. Oh, Taxi. Ey, können Sie mich nicht mitnehmen? Verdammt. Können Sie mich mitnehmen, Taxi? Warum mag mich denn keiner mitnehmen? Man muss halt einfach das Motorrad unter Kontrolle bekommen. Wenn man das hier so macht, dann geht das. Dann braucht man aber auch... Ey, steht. Dann brauchen wir aber nur ein bisschen mehr Speed. Dann geht das auf jeden Fall auch noch klar. Ich hoffe, das reicht von der Geschwindigkeit. Ja, 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 ja. Och nein, der Winkel war zu spitz. Oh. Ey, ich sag jetzt nicht mal Motorrad, das da oben, oder? Irgendwo im Gebüsch. Doch, es hängt einfach im Gebüsch, Freunde. Oh. Ey, mein Motorrad leckt einfach mit Öl. Was ist denn jetzt passiert, Freunde? Also mein Benzin läuft aus, besser gesagt. Kann ich jetzt nicht noch ein bisschen Gas geben? Wir verlieren einfach hinten. Wir haben so eine Ölspur, Leute. Warte, wollen wir die mal anzünden? Bup. Bup. Brennt das jetzt? Ja, guck mal, das brennt. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Jetzt kommst du uns. Nein, die Feuerspur. Ey, nein, die verfolgt uns. Die verfolgt uns, Leute. Ah, ich brenne. Ich brenne. Oh, haben wir viel Geschwindigkeit. Alter.
Wir können ja hier direkt reinfliegen, Leute. Wir können ja direkt rein. No, nein! No. Oh, ey, das wäre so cool gewesen. Einfach direkt reingeflogen. Und hochziehen und zack. Und jetzt, Leute, jetzt ist das Ding hier drin im Kasten. Ey, ja, 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 ja. Und zack, gib ihn, Freunde, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Oh, ja, no. Was? Ey, jetzt ist mein Motorrad so weit weg. Pass auf, jetzt habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, Freunde. Jetzt ist das Gefühl sehr, sehr gut da. Ja, ja, ja. Ich bin bei guter Ding, Leute. Ich bin bei sehr guter Ding. Und jetzt hier ganz kurz. Warum bounce der nicht? Warum bounce der nicht? Zack, der Bouncer ist gut, Freunde. Der Bouncer ist sehr gut. Das müssen wir nur ganz kurz abbouncen, ja? Ja, und rein. Rein, rein, rein. Okay, das kann doch nicht. Zack, okay, okay. Warte, wir machen das lieber gerade vorwärts. Wir machen das jetzt vorwärts, okay? Eingeparkt. Oha, 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 oha. Verdammt. Ich glaube, ich bin besser, indem ich so nach links drehe hier. Und dann... Tut mir leid. Okay, 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 okay. Von der ganz simpel alleine. Oh, jetzt habe ich noch eine Oma aus Versehen abgehauen, ey, Mann. Ja, ja. Nee, Freunde, der Stunt, ich mag den nicht mehr. Dann morgen. Es ist mittlerweile ein Tag später, Freunde, und wir haben jetzt hier wieder einen neuen Stunt. Und zwar haben wir jetzt hier einmal ganz kurz, oh yeah, der macht jetzt hier einen Frontflip, Leute, mit einem Anhänger dran und landet das Ganze auch noch perfekt, Leute. Ich muss sagen, der Stunt ist so heftig viral gegangen, der hat 1,7 Millionen Likes und ich glaube sogar irgendwie... Wie viele Aufrufe? 27 Millionen. Also sollten wir eigentlich schaffen, den Stunt. Und ja, Leute, ich weiß, nächster Tag. Ich war einfach so frustriert von gestern, weil ich einfach diesen einen Stunt nicht geschafft habe. Deswegen will ich jetzt wenigstens probieren, diesen Stunt hier zu schaffen. Mit dem LKW und einem Front... Das wird wohl ein bisschen dauern. Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen viel Geschwindigkeit, Freunde, um den Stunt dann quasi zu schaffen. Hä? Man braucht voll viel Geschwindigkeit. Ich sage euch, es ist echt schwer, mit diesem Ding hier einen ordentlichen Stunt hinzubekommen, weil man halt die ganze Zeit irgendwie zu weit rechts und zu weit links fährt. Aber jetzt hier, Leute, ein Frontflip. Ein Frontflip. Ja. Ja. Nein, ey, das wäre jetzt schon so cool gewesen. Aber guck mal, wie wir jetzt hier gerade gelandet sind, Alter. Manometer. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll, ne? Aber irgendwie ist dieser Stunt einfach unmöglich. Ich bin jetzt schon fast seit einer Stunde am Start und krieg diesen Stunt einfach nicht hin, Freunde. Der ist wirklich, er ist einfach mega, mega schwer. Weil, guck mal, wir müssen hier so einen Frontflip machen und jedes Mal knallt dieses Ding hinten auf. Ja, guck mal hier. Aber, ey, wow. Wir haben's... geschafft, mehr oder weniger, oder? Komm, Leute, ey, ich sag's euch, es ist einfach so frustrierend mit dem Ding. Guck mal, wie verbeult das Teil ist. Als allerersten Stunt haben wir jetzt hier jemanden, der mit dem Motorrad hier fährt und dann diese Rampe benutzt, um quasi da abzubouncen, über dieses Parkhaus sogar rüberfliegt, Freunde. Und dann das quasi nutzt, um auf dieses Haus da oben zu kommen. Und er landet sogar im Endeffekt, ja, er landet sogar oben drauf, Leute. Bedeutet, das ist heute unser erster Stunt und das sollten wir eigentlich schaffen zum Aufwärmen. Wir sind jetzt hier schon mal auf jeden Fall an der Straße angekommen, Freunde. Es sollte eigentlich kein Problem sein, sag mal, aus dem Weg. Es dürfen natürlich keine Autos im Weg sein und gut, das ist jetzt nicht die richtige Richtung. Aber, Freunde, so ungefähr muss es sein. Es ist jetzt auch schon ein Jahr her, Freunde, dass wir so eine TikTok-Episode gemacht haben. Aus dem Weg! Wow, verdammt, ey. Ich glaube, ich muss den Verkehr ausschalten. Die sind ja gerade nur am Weg. Ein Jahr ist natürlich eine verdammt, verdammt lange Zeit, Freunde. Aber in der Zeit haben wir natürlich wieder neue Stunts gefunden. Und, dann... Oh Gott, das wird ja... Nein! Oh! Hey, mein Motorrad steht wie auf dem Silbertablett. Ich habe schon so das Gefühl, dass wir gleich den Verkehr ausmachen müssen, Freunde, weil er quasi jedes Mal hier so ein Auto davor steht. Wow! Jetzt wird unser Motorrad einfach ohne uns. Und der sieht auf jeden Fall immer sehr, sehr nervig aus, der Verkehr. Oh. Ich mach den jetzt aus. Ich wollte auf jeden Fall nicht verpassen, welchen Stunt wir am Ende machen, Freunde. Es wird auf jeden Fall ganz, ganz heftig. Und oh nein, wären die Palmen da jetzt nicht gewesen. Oh. Deswegen bleibt heute unbedingt bis zum Ende dran, um die ganzen Stunts nicht zu verpassen. Und sag mal, also ich muss mich jetzt einfach ein bisschen konzentrieren, Freunde. Oh Gott, dass wir jetzt auch den Stunt schaffen. Ihr könnt mich natürlich auch immer gerne bei TikTok markieren, Leute. Dann kann ich immer auf die Stunts quasi besser reagieren und den auch selber nachmachen. Wir fliegen gegen eine Laterne.
Gegen eine Laterne? Viel Speed und was ein Abbouncer, Freunde. Alter, okay, unser erster guter Versuch. Jetzt müssen wir nur irgendwie... Nein! Ich bin zu weit... Oh, ich bin zu weit geflogen. Jetzt hatten wir dieses Mal einfach zu viel Speed, Leute. Das kann natürlich auch passieren. Aber jetzt hier, der sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht mehr so schlecht, dass es das Mal hier nicht rüberfliegen, Leute. Und jetzt, zack, wow! Nein! Nein, ich fliege einfach rüber. Können wir auf dem Haus wenigstens landen? Auf dem Haus? Auf dem Haus, bitte? Nein, ey, Leute, Mann. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir einfach rüberfliegen, Freunde. Aber einfach ist das gerade passiert. Jetzt müssen wir gucken. Oh, wir landen im Parkhaus. Au, voll gegen die Decke geknallt. Ich weiß auch nicht, warum ich ein Jahr keine Episode gemacht habe, Freunde. Die Stunts dauern halt natürlich auch immer sehr, sehr lange. Und die auch zu finden, vor allem, wenn man... Oh! Ich habe ein gutes Gefühl, Freunde. Das gute Gefühl täuscht nie. Und jetzt müssen wir, komm schon, gleich drüber. Oh Gott, wo kommt jetzt das Auto? Ich habe doch Verkehr ausgestellt. Ja! Und fein! Nein, flieg wie ein Vogel! Nein! Ich muss echt sagen, dafür, dass ich einen nicht gestunnet habe, komme ich eigentlich schon mal direkt wieder richtig, richtig gut rein, Leute. Oh, jetzt hier auch ein guter Abbouncer. Können wir jetzt hier vielleicht sogar schon hier abbouncen? Ja, komm schon, der Double oder der Triple Abbouncer. Nein, wo fliegen wir denn jetzt hin? Ey, das war doch... Au. Mich würde auf jeden Fall heute mega freuen, wenn wir die 10.000 Likes schaffen können, Freunde. Weil damit haben wir auf jeden Fall wieder denn die Serie zurück. Vielleicht bringen sie danach wieder wöchentlich. Jetzt können wir hier erstmal... Im Parkhaus landen. Aus dem Weg! Oh yeah, Freunde. Wir fliegen jetzt hier übertrieben schnell. Nein, mein Motorrad! Ey, wir sind da leider echt ein bisschen zu schief gelandet, Freunde. Egal, jetzt haben wir den neuen. Ich hab's jetzt langsam raus, wie man es machen muss, Freunde. Und jetzt hier, pass auf, wir bouncen perfekt ab, fahren hoch, machen den Rückwärtssalto. Der ist es. Nein! Ey, wir sind jetzt schon so nah dran, Freunde. Wir haben auf jeden Fall immer den richtigen Glide. Guck mal, jetzt müssen wir hier mal hochgleiten. Ja, jawohl. Und jetzt rein und dann, jawohl. Ja. Warte, kann ich auf meinem Motorrad landen? Ha, wenigstens kann ich es vom Dach holen. Aus dem Weg jetzt hier. Hier kommt Fluglotse Brox. Okay, und jetzt hier schön abbouncen, Freunde. Hochfahren, hochfahren. So, jetzt schön hier. Oh, oh, die Autos, die im Weg parken. Boah, was? Wir sind vom Auto abgebounced. Ey, das ist ja, das wäre ein richtig krasses Stunt gewesen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, Freunde. Okay, aus dem Weg jetzt hier. Ich muss hier einmal ordentlich fliegen. Zack, hochfahren, hochfahren, hochfahren. Das kann doch nicht angehen, dass wir es die ganze Zeit so knapp nur schaffen, Freunde. So, jetzt aber. Ey, wo fliege ich denn? Alter. Warte, kann ich da hinten landen? Kann ich da hinten landen? Ey, das wäre so ein krasserer Stunt jetzt gerade. Verdammt. Aus dem Weg jetzt hier. Okay, jetzt schön reindroppen, Freunde. Jawohl. Jawohl, fahr hoch. Fahr hoch, mach einen Backflip. Mach noch einen Backflip. Yeah. Okay, komm schon. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt, Freunde. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Bei dem Stunt. Ja. Ja. Und lande oben drauf. Er landet, Alter, ich glaub's da nicht, Leute. Wir haben endlich diesen blöden Stunt jetzt hier geschafft, ne? Mann, ey, haut rein, hihi. Als nächsten Stunt haben wir jetzt hier jemanden, der mit seiner Sanchez hier einmal abbauen, Freunde, und dann hier in diesen komischen Kreise reingeht. Und jetzt fährt er quasi da oben dran und dann landet er quasi hier auf diesem Strommast. Eieiei, ist das ein schwieriger Stunt. Ich bin jetzt hier schon mal da mit meiner Sanchez, Freunde, an dem Spot angekommen. Hier muss man anscheinend irgendwie abbouncen. So, hier bounced er ab und dann geht er... Oh, da in den Kreis rein. Oh. Vielleicht sollte ich mir diesmal einen Helm aufsetzen. Ist wahrscheinlich ein bisschen besser, ne? Und jetzt können wir hier schon mal, ja, perfekt reinbouncen, Freunde, jetzt hier. Na, müssen wir ein bisschen mehr Speed haben. Also das Stunt eben war ja noch relativ einfach. Oh, das Auto hat uns gerade fast geholt. Eieiei, okay, jetzt hier. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Können wir jetzt, nein. Aus dem Weg, ihr LKWs. Aus dem Weg, okay. Ah, oh, nicht genug Speed. Okay, da, okay. Wir sind auf gutem Track. Das Auto. Nein, ey, was? Fahr nicht über mein Motorrad drüber, bitte. Das Ding ist, solche Stunts sehen immer relativ leicht aus, sind dabei aber voll schwierig, Freunde. Okay, jetzt hier. Das ist doch schon mal gut. Jetzt können wir hier, jawohl, hier langfahren. Und dann, nein. Nicht das Wasser. Gut, müssen wir wohl mit einem neuen Motorrad ran. Das andere ist leider im Wasser gelandet, Freunde. Jetzt hier, komm, oh, na. Ey, was ein cooler Grind. Yippie. Ja, aber wie schon gesagt, Leute, die Stunts, die sind natürlich immer ein bisschen schwerer, als sie aussehen. Wir haben auch schon mal so einen ähnlichen Stunt damals gemacht, hier in einer anderen Episode. Oh,
Was? Wir waren zu spitzer Winkel. Also wir haben damals so ein ähnliches Stunt gemacht am Flughafen, wo wir quasi dann auch in das Parkhaus reingeflogen sind, Leute. Aber jetzt hier auch wieder zu wenig Speed. Nein, mein Motor ist oben. Also der Verkehr ist auf jeden Fall schon wieder ein bisschen am Nerven, muss ich sagen. Weil hier, der Bounce ist gut, Freunde. Der sollte gut sein. Um jetzt hier rein zu... Ey, sag mal. Ah, LKW. Oh, über den LKW rüber. Und wir haben ihn, wir sind vom LKW noch abgebounced, Leute. Oh. Neuer Stunt. Haha, wuhu. Und... Das sind solche Stunts, da brauchst du einfach die richtige Geschwindigkeit, du brauchst den richtigen Winkel und der Winkel ist ja mal richtig Baba jetzt hier, Freunde. Ja, Alter. Ich habe das Gefühl, Leute, dieser Stunt wird einfach mega, mega schwierig sein. So, jetzt, ich komm schon hier so ran. Wir fahren jetzt hier hoch. Ja, zu wenig Speed jetzt, ich glaub's ja nicht. Aber wir haben schon mal den richtigen Winkel langsam, ne? Das ist ja auch schon mal wichtig, Leute. Jetzt hier müssen wir einmal ganz kurz so uns drehen und dann fahren, fahren und... Oh, was? Ey, Mann, ey! Okay, Leute, ich mache euch einen Deal. Das ist immer jedes Mal eine Qual. Aber wenn das Video jetzt hier 20.000 Likes schaffen soll, dann kommen auf jeden Fall alle zwei Wochen wieder eine TikTok-Stunt-Episode. Oh. Deswegen Like da lassen, Leute, und... Oh, knapp an dem Auto vorbeigeflogen. Jetzt hier ein bisschen grinden. Schade auf jeden Fall auch nicht, Freunde, ein bisschen zu grinden, ne? Okay, wir haben ordentlich Geschwindigkeit jetzt angesammelt, Leute. Oh. Nein! Ohne Helm ist der beste Helm, Freunde. Auf jeden Fall jetzt hier bei diesem Motorradstand. Okay, der Winkel könnte gut sein. Nein, hau ab. Hau ab. Hau. Oh mein Gott, da war das knapp. Och, ey. Wir haben nicht genug Geschwindigkeit. Ordentlich Geschwindigkeit. Sehr, sehr wichtig, Freunde. Okay, jetzt hier. Der Winkel ist optimal. Optimaler Winkel. Hey. Okay. Speed sollte gut sein. Speed ist gut, aber der Winkel ist nicht gut, Leute. Doch, der Winkel ist gut. Oh, so knapp. Wir müssen ein bisschen weiterfahren, dann geht das. Und zacka. Okay, sehr gut. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist einer der Stunts, der mich am meisten nervt, Leute. Weil ich jedes Mal vom Motorrad falle. Echt jedes Mal. Dass man auch nicht von diesen blöden LKWs getroffen wird. Okay, jetzt sind wir hier leider viel zu schnell gerade. Können wir jetzt hier vielleicht irgendwo grinden? Nicht das Wasser, nicht das Wasser. Oh, wir sind noch dem Wasser ausgewichen. Okay. Nein. Oh, über den LKW rüber. Okay, wichtiger Winkel. Ganz, ganz wichtig. Jetzt fliegen. Nein. Nein. Nicht das Wasser, nicht das Wasser. Okay, passt auf jetzt. Das ist es, Freunde. Das ist es jetzt. Ich habe einen guten Winkel jetzt am Start jetzt hier. Ey, es ist echt wirklich einer der nervigsten Stunts, die ich jemals gemacht habe, Freunde. Weil der halt wirklich so schwierig ist. Und wir kommen halt... Jetzt! 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 Nein! Zu viel Geschwindigkeit, das glaube ich jetzt nicht. Guck mal, die ganzen Autos. Ah! Ich mache jetzt Verkehr aus. Ah, schon viel angenehmer ohne Verkehr, Freunde. Kein Auto, was uns stören kann. Nur noch unsere eigenen Sachen. Okay, guter Bouncer. Ganz, ganz wichtiger Bouncer. Der ist sehr gut, Freunde. Jetzt hier. Oh, Mann, ey. Stabile Ausgangsposition, um rein zu bouncen. Aber wir fliegen. Ah, guter Bouncer. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Jetzt hier schön rein. Okay, und jetzt hoch. Wichtiger Abbouncer wieder jetzt hier. Schön einmal drehen, Freunde. Und dann, ja, und jetzt hoch. Jetzt hoch. Zu wenig Geschwindigkeit. Zu wenig Geschwindigkeit. Ich glaub's ja nicht, Freunde. Okay, wichtiger Abbouncer hier jetzt schon wieder. Okay, jetzt schön hier drehen. Gut abgebounced. Und jetzt hoch. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Ich habe so ein Gefühl, dass wir es gleich schaffen werden, Leute. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das Gefühl ist da, dass wir es gleich schaffen werden. Jetzt ist es zu doll. Ui. Okay, sehr guter Abbouncer. Guter Winkel jetzt hier getroffen. Und jetzt schön nach oben. Schön nach oben. Ey, wir wären ein bisschen weiter rechts, ne? Oh, auch wieder ein sehr, sehr guter Abbouncer. Jetzt sollten wir hier schön reinkommen, Freunde. Okay, wir kommen rein. Jetzt hochfahren. 2 Stunden später. Wir bouncen ab, Leute. Wir bouncen ab. Jetzt gehen wir schön rein, drehen uns. Und jetzt geben wir Gas nach oben. Hey, hey, Leute. Nee, wisst ihr was? Ich gebe diesen Stunt auf. Ich schaffe diesen Stunt einfach nicht. Der ist zu schwer. Ohne Spaß. Probiert ihn selber. Es ist einfach fast unmöglich. Wir gehen jetzt zum nächsten. Er springt schon mal mit seinem Auto jetzt hier. Zack. Und wow. Oh.
Okay, okay. Und dann hier quasi durch diesen Strommast, Freunde. Diesen Stunt, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr cool. Und den werden wir jetzt mal probieren. Ich bin ja auch schon am Start mit dem Batmobil, Freunde. Ich glaube, wir sollten eigentlich diesen Stunt sehr, sehr leicht schaffen. Also, er sieht eigentlich relativ leicht aus. Aber das Ding ist, wir haben den Stunt, glaube ich, schon mal vor, ich glaube, einem Jahr oder so mal probiert. Haben ihn damals, habe ich, nicht geschafft. Das Ding ist, wir haben halt zwei Optionen. Wir können einmal durch den ersten Strommast oder hier durch den zweiten Strommast, Freunde. Und hier, oh Gott. Ich würde nämlich mal probieren, durch beide durchzukommen oder beziehungsweise halt durch den einen und vielleicht noch durch den zweiten, falls es schaffen sollte. Deswegen hier kurz jetzt, Leute, der Boost aktiviert und wow! Nein! Achtung! Der andere ist zwar ein bisschen weiter weg, also der hintere. Ich probiere jetzt mal ganz kurz, wie das aussehen würde, wenn wir jetzt hier auf diesen hinteren zielen würden. Oh, ist vielleicht doch nicht so einfach, wie der vielleicht aussehen mag. Man macht ja hier diesen coolen Backflip und dann boostet man, Freunde, jetzt hier. Oh, pass auf, jetzt kann ich kurz gucken. Können wir jetzt hier vielleicht zu dem hin? Nee, den schaffen wir leider nicht. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Ich liebe auch einfach dieses Batmobil, Freunde. Es sieht halt einfach so nice aus. Jetzt hier, guck mal, zack, Backflip und dann boosten. Und jetzt hier, komm. Ja, ja, oh, wir hätten uns besser platzieren sollen, Freunde. Ey, was, als ob wir den direkt schon so gut hinbekommen. Abfahrt, Freunde. Wir haben auf jeden Fall immer das richtige Tempo. Können hier immer perfekt diesen Backflip machen. So, Backflip geht los. Boosten, boosten, boosten. Oh, hier unten war noch leider gar kein Ding, wo wir durchgehen konnten. Komm schon jetzt hier mit Geschwindigkeit und zack, Backflip und wow. Oh Gott, okay, das war leider nicht der richtige Weg, Leute. Von einem Backflip zum nächsten. So, Backflip und jetzt boosten, Freunde. Und der sieht ja so clean aus. Aber nicht durchgekommen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Tricks. Wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr gerade da ankommen. Und das Ganze, jawohl. Und jetzt, ich gehe jetzt mal auf den hinteren, Freunde. Mal gucken, ob wir den hinteren treffen können. Es sieht mir jetzt aber gerade nicht danach aus, Freunde. Aber doch, der Winkel. Der Winkel wird, glaube ich, passen, um durchzufliegen. Aber probieren wir doch erstmal jetzt hier den vorderen zu treffen. So, jetzt hier Backflip, Leute. Und dann boosten. Boosten. Oh, na. Oh, vielleicht den. Vielleicht den? Oh, ey, was? Ich habe hier ein sehr, sehr gutes Gefühl mit dem, muss ich sagen. Von der macht doch wenigstens richtig viel Spaß, der Stunt. So, boosten. Oh. Oh, nein. Schon ein bisschen kaputt, das Batmobil vorne, aber kein Problem, Freunde. Oh, oh. Oh, oh. Oh, auf den Helikopter. Jetzt gehen hier, Leute, auf die Polizei. Können wir sie abschießen, Leute? Können wir sie abschießen? Oh, oh, warte, können wir sie abschießen? Polizei, Polizei. Ah. Okay, also den Speed, den wir eben hatten, der war eigentlich schon mal gar nicht mal so schlecht. Das heißt, hier schon mal, zack, Backflip und dann boosten. Man muss halt immer nur im richtigen Moment boosten. Können wir jetzt da hinten? Leute, können wir jetzt hier durch? Können wir jetzt hier durch? Können wir jetzt hier durch? Oh, war so knapp. Ich muss sagen, der Stunt macht halt mega viel Spaß, Freunde. Jetzt hier, guck mal, zack, Backflip. Ah, der ist leider, oh, der ist nicht so stabil. Aber können wir? Nee, wir können auch nicht durchfliegen, leider. Okay, Batman. Und zack, Backflip und boosten. Ah, wir fliegen aber dann leider immer irgendwo hin, wo wir nicht hinfliegen sollten. Oh, hallo, ich wollte euch leider nicht stören. Tut mir leid. Und jetzt Backflip, Freunde. Und boosten. Ja, ja, jawohl. Ah, nein. Zu hoch leider. Und den hinteren auch nicht. Und landen wir jetzt da vorne im Pool, oder was? Nee, zum Glück nicht. Der Backflip sieht clean aus, Leute. Und jetzt boosten. Und das sieht ja sowas von clean aus. Das sieht sowas von clean aus, Freunde. Yeah. Wir sind mit dem Batmobil durchgekommen und sogar jetzt noch hier gelandet. Jetzt gucken wir, ob wir es auch noch schaffen, durch den hinteren durchzufliegen. Der hintere sollte eigentlich gar nicht mal so extrem schwerer sein. Das heißt hier, jetzt boosten, Freunde. Jetzt müssen wir nur in die richtige Richtung fliegen. Und da muss man halt da so durch. Aber das ist nochmal ein bisschen eine andere Hausnummer. Zack, Backflip und boosten. Los, 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 los. Nein. Ah, der Winkel. Guck mal, der Winkel würde passen, Freunde. Wir würden quasi da schon fast durchfliegen. Backflip und boosten. Ja, okay, okay, wird's reichen? Nein, wir müssen ein bisschen höher noch. Aber ich habe ja schon mal ein sehr, sehr gutes Gefühl, Freunde. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das hier was werden kann. Jetzt hier schön hoch. Ja, hier an dem Ding vorbei. Und dann durchfliegen. Nein, ey, so nah. Jawohl, stabiler Backflip, Leute. Ganz, ganz schnell über den Backflip. Jetzt fliegen wir schön hoch. Ganz, ganz wichtig, Leute. Ich glaube, jetzt fliegen wir durch. Jetzt fliegen wir durch, oder? Wir fliegen durch. Wir fliegen. Nein, ey, das war so perfekt. Backflip am Start. Boost. Nein, wir müssen ihn mehr kontrollieren. Aber können wir vielleicht, was? Wir können sogar da hinten durchfliegen vielleicht. Guck mal, der Trick ist einfach, den Backflip dann zu kontrollieren, Freunde. Dass man halt quasi hier anfängt, den zu stoppen. Oh, Double Backflip. Dass man den genau hier
aufhört, den schnell zu machen. Und dann, oh nein, gegengekommen. Komm schon, Batmobil, ich glaube an dich. Mach einen schönen Backflip. Ey, nein, wo fliegen wir jetzt hin? Oh, können wir einparken? Können wir einparken, Freunde? Oh, sehr, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr guter Backflip, Leute. Jetzt können wir hier schön... Jawohl. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, wir wären sogar fast oben drauf gelandet. Ey, der Backflip, der war gerade so clean, Freunde. Der war so clean. Der ist auch relativ clean. Ah, oh nein, wir boosten aber in die falsche Richtung leider. Der hat ein bisschen mehr Tempo als der andere, Freunde. Vielleicht ist es mit mehr Tempo einfacher. Und wir fliegen natürlich deutlich höher, ne? Und jetzt können wir boosten. Und der ist sehr, sehr gut, Leute. Der ist sehr, sehr gut. Der ist sehr, sehr gut. Nein! Also mit ein bisschen mehr Tempo war das Ganze ein bisschen einfacher, muss ich sagen, weil man es mehr kontrollieren konnte. Aber nicht schon wieder, oder? Nicht schon wieder, oder? Nicht schon wieder, oder? Ich habe schon wieder zwei Leute weggehauen. Warum ist denn das einfacher, als diesen Turm zu treffen? Na gut, Freunde, ich gebe es auf. Wir haben den normalen Stunt geschafft. Aber ich würde sagen, wir parken nochmal ganz entspannt hier oben ein, Leute. So, bisschen flippen und sowas. Und jetzt hier schön eingeparkt, Freunde. So, und ab ins Casino. Kommen wir jetzt zu dem heftigsten Stunt, Freunde. Und zwar hier so ein BMX-Stunt. Der macht hier schon mal einen Handlebar-Grind zu einem normalen Grind, Freunde. Dreht sich damit zum 360. Fliegt jetzt hier erstmal so ein bisschen weiter runter. Gönnt sich auf jeden Fall jetzt ein bisschen Speed. Und dann, Leute, springt ihr hier auf das nächste Haus rauf. Und dann geht ihr direkt hier zu dem Haus in den nächsten Slide rein, Freunde. Dann springt ihr jetzt schon wieder zu dem nächsten Haus rüber. Springt nochmal ein bisschen, nochmal in den Slide rein. Jetzt zu dem nächsten Haus. Bei diesem Haus macht ihr jetzt hier sogar anscheinend einen Wallride oder sowas. Also ganz, ganz krasser Stunt. Und jetzt hier nochmal ganz kurz einen Grind machen. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffen werde. Aber ich denke mal, wir werden mit dem Stunt sehr, sehr viel Spaß haben. Und ich glaube, ich sollte davon einiges schaffen können. Ich stehe hier oben jetzt mit meinem BMX, Freunde. Hier ist anscheinend schon mal der Grind, den man machen sollte. Hier so ein Handlebar-Grind dran machen, Freunde. Und dann hier irgendwie runterspringen, wie wir es eben schon gesehen haben. Und dann quasi die ganze Zeit so, oh, und dann hier so landen und dann richtig so zu den Anhäusern springen. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock auf den Stunt. Er ist zwar quasi so ein bisschen anders reingegangen in den Stunt. Er ist zwar auch nur mit so einem Move reingegangen in den Stunt hier, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, ob wir unbedingt diesen Move machen müssen. Also wir können es auch machen, aber man muss es, glaube ich, zwingend machen. Jetzt kann ich erstmal probieren, wie es ist, wenn wir auf die anderen Häuser springen würden. So, das heißt hier jetzt schön einmal, oh ja, das funktioniert ja mega. Und dann können wir hier schön einen Grind machen oder so. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist halt so ein bisschen extra. Wenn man es jetzt so macht, ist es halt so ein bisschen extra, Freunde. Aber jetzt hier, guck mal, wir können jetzt hier so einen normalen Grind, 360. Und fliegen jetzt erstmal wieder runter. Und jetzt hier, pass auf, Leute, zack. Und jetzt, yeah, aufs andere springen. Und nein, wir fliegen zu weit. Ich mache ja dann lieber einen normalen Handlebar Grind, Freunde. So, ohne diesen ganzen Hack-Mack. Jetzt hier schön Grind, 360. Das kriegen wir schon mal hin. Jetzt muss ich hier ein bisschen mich kontrollieren, dass wir nicht direkt drüber fliegen aufs andere Haus. Und jetzt, pass auf, fliegen wir schon mal. Nein, nicht genug aufs andere Haus. Aber ein bisschen Rawride hier und dann normal landen. Ja, aber es war ja jetzt nicht der Stunt. Aber BMX dann auf jeden Fall mein Momentum, Freunde. Ohne Spaß. Jetzt hier schön Handlebar Grind. Jetzt, ach gut, den Grind haben wir jetzt leider nicht hinbekommen. Aber mal gucken, wie das ist, wenn wir jetzt hier auf die anderen Häuser springen wollen. So, und nein. Okay, egal. Wir können jetzt aber, glaube ich, hier langfahren, ne? Ja. Und, oh, nicht schlecht. Ich kann auch theoretisch hier so starten, Freunde, mit so einem Grind und dann quasi so ein 360 machen. Aber jetzt fliege ich, glaube ich, ein bisschen zu weit. Jetzt muss ich einmal mich hier kurz stoppen. So, stoppen und jetzt hier wieder in die Richtung. Ah, verdammt. Nein, wir haben so gut angefangen, ne? Okay, wieder rein in den Handlebar-Grind, Freunde. Denn jetzt hier den 360, hier den normalen Grind. Jetzt muss ich einfach ganz kurz gucken. Das wird jetzt hier, glaube ich, wieder. Ja, jetzt können wir, jetzt sollten wir es schaffen, Freunde. Jetzt sollten wir, jawohl, aufs Haus rauf. Na, nein, nein, ey, wir waren gerade so nah dran, jetzt hier schon mal auf das nächste Haus zu kommen. Mal gucken, wie es aussehen würde, wenn wir aufs nächste springen, aber nicht gut gesprungen. Und ab zum Handlebar-Grind, Freunde, in den normalen Grind. Ah, leider nicht ganz bekommen, aber kein Problem. Ich würde sagen, wir übernehmen das Ganze jetzt hier ein bisschen weiter und gönnen uns jetzt hier diesen Boost, um erstmal aufs andere Dach zu kommen, aber auch nicht gerade leider. Okay, jetzt geht's hier aber weiter rein in den Handlebar-Grind, Freunde, und jetzt zum normalen Grind. Das haben wir schon mal jetzt hinbekommen. Jetzt müssen wir kurz gucken, dass wir jetzt hier ordentlich Speed bekommen für das andere Dach. Rein in den Handlebar-Grind, Freunde, rüber in den normalen Grind. Sehr, sehr clean jetzt hier gerade gemacht, Leute. Sehr, sehr clean jetzt hier. Jetzt können wir hier schön, pass auf, und schön wieder hindingsen. Und jetzt, bam, rüber. Wichtig, Freunde, jetzt machen wir den jetzt hier. Nein, ey, das kann doch nicht angehen. Rein in den Handlebar-Grind, Freunde, rüber zu dem normalen Grind. 360 bis jetzt. Alles sehr, sehr stabil, muss ich sagen. Okay, jetzt hier, pass auf, Freunde. Jetzt wird es auf jeden Fall der Sprung der Götter.
Okay, Handlebar Grind zum normalen Grind, Freunde. Da war es auf jeden Fall wieder sehr, sehr clean. Jetzt können wir hier schön, pass auf, schön aufs Haus zielen jetzt, Leute. Zack. Ey, warum springt denn der nicht? Machen wir jetzt hier mal einen anderen Grind, Leute. Und zwar hier den jetzt. Und dann können wir vielleicht mit diesem Grind anfangen, rüber zu gehen auf das nächste Haus. Jetzt aber springen. Okay, das war schon mal sehr, sehr stabil. Jawohl, genau das wollte ich. Ah, nein, nicht ganz. Ey, ey. So, ab rein in den Handlebar Grind. Alles entspannt. Zum normalen Grind, Freunde. 360. Alles bis jetzt entspannt. Okay, jetzt hier kurz in die Richtung. Jetzt hier wieder in die Richtung, Leute. Okay, jetzt hier so landen. Wichtig. 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 Ah, nein. Ah. Machen wir den Grind jetzt hier. Mal gucken, ob der vielleicht uns ein bisschen Glück bringt. Okay, jetzt komm schon. Jetzt hier zum nächsten Haus. Ja, ja, okay. Oh, oh, oh. Wichtig, Freunde, wichtig. Aber es ist einfach... Es ist nicht smooth. Es ist leider nicht smooth. So, rein hin über Grind. Dann zum normalen Grind, Freunde. Bis jetzt alles entspannt. Alles so, wie es sein muss. Okay, jetzt komm schon, bitte. Bitte gib mir jetzt ein bisschen Glück. Jawohl. Okay, jetzt bitte einfach nur gut landen. So, in den S-Grind. Oh, oh, nee, was? Rein in Handlebar Grind, dann rüber wieder zum normalen Grind. Das klappt ja bis jetzt immer ganz gut, Freund. Das ist auch nicht wirklich schwer. Jetzt muss ich ja nur gucken, dass wir halt irgendwie aufs Haus jetzt kommen. Okay, bis jetzt sehr gut. Jetzt hier rein. Ah, nein. So knapp an dem Dings vorbei, an dem S-Grind. Jetzt können wir aber hier ein bisschen hier den machen jetzt hier. Guck mal jetzt hier. So vielleicht. So. Ach nee. So, komm schon. Bisschen freundliches Wetter. Dadurch sollten wir jetzt auch freundlichere Stunts haben. So, jetzt hier hin. Leider nicht den normalen Grind bekommen. Guck mal, wir probieren jetzt mal direkt auf das Gebäude rauf zu gehen. Es klappt aber. Doch, es klappt. Okay, okay, kein Problem. Dann machen wir einen schönen Bouncer. Hier rüber in den Grind. Hier über die ganzen Teile rüber. Dann hier den mitnehmen. Dann hier den mitnehmen. Denn jetzt hier schön das Haus runterfahren. Ach nein, nicht ganz geschafft leider. Okay, Handlebar Grind rüber zum normalen Grind. Das ist ja immer noch so das, was halt echt easy ist, Freunde. Jetzt müssen wir hier nur gucken, dass wir jetzt hier wieder ganz gut ankommen. Okay, und jetzt... Oh nein! Ey, das kann doch nicht angehen. Wir sind immer so nah dran, Freunde. Bupp, rein in Handlebar Grind. Genauso wie der. Leider nicht den normalen Grind mitgenommen. Kein Problem, Freunde. Das schadet uns natürlich nicht jetzt hier. So, okay, rüber geht's jetzt hier in den S-Grind. Okay, wir sind im S-Grind drin. Müssen vorzeitig leider abbrechen, sonst wäre runtergefallen. Kann ich jetzt hier an dem Haus einen Rawride machen? Leider nicht, Leute. Leider nicht. Okay, jetzt guck mal hier. Das ist ein anderer Next Level Stunt. Den hat er so auf jeden Fall nicht gemacht. Gucken, dass wir jetzt hier trotzdem relativ gut landen. Ja, und aufs Haus rauf. Komm schon. Ja, wir sind auf dem Haus drauf. Alles klar. Machen jetzt hier den nächsten heftigen Grind. Und zwar hier schön an der Wand dran. Na, leider nicht geschafft. Okay, ich muss sagen, ich finde es echt leichter, wenn wir hier echt mit so einem S-Grind anfangen. Dann rüber reingehen in den Handlebar Grind. Und dann quasi das Ganze machen. Dann muss ich hier nur gucken, dass wir das richtige Tempo noch bekommen. Ja, okay. Wir machen einen Wheelie vorne weiter. Springen hier über die ganzen Teile rüber. Nutzen diesen Jump jetzt hier. Und dann können wir jetzt... Nein. Achtung! Oh! Das wird jetzt hier auf jeden Fall mein letzter Versuch sein, Freunde. Ich werde jetzt hier mein Bestes nochmal geben, um den Stunt zu perfektionieren. So, Handlebar Grind, Leute, rüber geht's in den normalen Grind. Haben wir jetzt auch geschafft, 360 jetzt hier. Wir gucken jetzt, dass wir auf das nächste Haus kommen. Also die ersten Sachen sind ja relativ leicht. Aber dann, Freunde, strugglen wir einfach. So, jetzt hier auf das Haus auch schon wieder drauf. Alles entspannt. Wir springen jetzt hier oben rauf. Machen jetzt hier einen schönen Zack, Zack, Zack-Move. Okay. So, und jetzt können wir hier irgendwie runterspringen mit dem 360 und so und landen. Aber Leute, ich sag's euch, dieser Stunt ist zu schwierig. Ich kann sehr, sehr viel machen, aber das ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht. Ihr könnt sehen, also der Rest ist ja immer relativ leicht, aber das, Leute, ist ein Stunt, der ist für sich. Also hier, guck mal, wir können sowas machen, aber der, der ist zu schwierig, Freunde. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der Messe möchtet. Checkt unbedingt die beiden Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.